Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute will ich mich mal wieder einer Begrifflichkeit aus der Parapsychologie widmen, die gerne mal einfach in den Raum geworfen wird, ohne dass man überhaupt weiß, was sie wirklich dem Begriff nach bedeutet. Dabei soll es um sogenannte Irrlichter gehen. Lichterscheinungen, die in Sümpfen, Mooren, dichten Wäldern und manchmal auch auf Friedhöfen auftreten und deren Ursprung nicht ersichtlich ist. Diese Irrlichter, die manchmal auch Irrwichte, Sumpflichter, Spuklichter oder Totenlichter genannt werden, werden oftmals im Zusammenhang mit übernatürlichen Erscheinungen gesehen oder erwähnt. Manchmal sollen sie aufzeigen, dass ein übernatürliches Wesen in der Nähe ist. Und manchmal werden Irrlichter als Seelen unglücklich oder unnatürlich Verstorbener angesehen, die keinen Frieden finden können. Manche sagen, dass Irrlichter deshalb auch Trauerlichter genannt werden. Wobei es wahrscheinlicher ist, dass Trauerlicht von der alten luxemburgischen Bezeichnung Raulicht abgeleitet wurde. Diese Bezeichnung wurde im Mittelalter in deutschen Landen übernommen und wurde dort zu Traulicht. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass aus Traulicht mit der Zeit Trauerlicht wurde. Im Lateinischen gab es für Irrlichter auch die Bezeichnung Ignis Fatuus, was so viel wie Narrenfeuer bedeutet. Und in Japan werden Irrlichter beispielsweise Onibi genannt, was so viel wie Dämonenfeuer bedeutet. In Schottland werden Irrlichter übrigens Spunky genannt, was insoweit interessant ist, als dass es in der Nähe von Loch Ness ein Geisterwesen geben soll, welches Spunky genannt wird und die Gestalt der größten Angst der Person annehmen kann, die dieses Wesen sieht. Bekannt dürfte dieses Wesen auch aus Harry Potter sein. Da heißt das Wesen Irrwicht. Am häufigsten werden Irrlichter als rötliche, grünliche oder bläuliche Flämmchen oder als eine Art Lichtkugeln beschrieben, die entweder still an einer Stelle schweben oder sich auf den Beobachter zu oder von diesem wegbewegen. In selteneren Fällen erscheinen Irrlichter als aufflackernde Flämmchen, die sich in Luft auflösen, sobald sich jemand nähert. Durch diese Eigenarten der Irrlichter glauben viele, dass es sich bei diesen um intelligente Wesen oder doch zumindest um Wesen mit einem Bewusstsein handelt. Und dies würde natürlich zu der Annahme passen, dass es sich bei Irrlichtern um die Seelen Verstorbener handelt. Gerade diese Art der Irrlichter, die offenbar mit einem Bewusstsein zu handeln scheinen, hatte einst einen prominenten Beobachter, der das Ganze ziemlich detailliert beschrieb. Der Astronom Friedrich Wilhelm Bessel hatte am 2. Dezember 1807 im Teufelsmoor eine Begegnung mit einem Irrlicht, welches ihn ganz bewusst anzulocken und ihn immer wieder Hinweise auf irgendetwas zu geben schien. Eine weitere bekannte Sichtung von Irrlichtern stammt von dem Physiker Professor Ludwig Knorr, der 1881 bei Herzberg an der Elster einige bläuliche Irrlichter sah, die offenbar einige Schilfrohre zu entzünden schienen. Ähnliche Berichte von weiteren Forschern gibt es noch zum Beispiel aus Schaumburg, Strückhausen bei Oldenburg, Mühlenteich bei Celle, Wegesack und zwischen Bremen und Bremerhaven. Am Morgen des 2. September 1882 vermeldeten zahlreiche Leute, dass sie in der Nacht unzählige schwebende Flämmchen an den Ufern der Weser gesehen haben. Interessant ist, dass die Naturwissenschaft das Phänomen der Irrlichter trotz der vielen Sichtungen jahrelang als Hirngespinste abgetan hat. Erst seit 1902 fing man an, die Irrlichter untersuchen zu wollen. Und dazu jetzt mal eine gewagte These von mir.
Wie so oft bei Themen, die möglicherweise mit unerklärlichen Phänomenen zu tun haben könnten, wurde die erste vermeintlich logische Erklärung als unumstößlicher Fakt hingestellt und hält sich eisern bis heute, obwohl man auch heute nicht mehr darüber weiß als noch vor 100 Jahren. Diese vermeintlich unumstößliche Erklärung besagt, dass es sich bei Irrlichtern um Gas, genauer gesagt einer Mischung aus pH3, also Monophosphan, und 2HS, also Schwefelwasserstoff, handelt. Dieses verbrennt in der Luft sowohl geräusch- als auch rauchlos. Und dass dieses Gemisch genau das tut, steht außer Frage. Dass es Irrlichter möglicherweise erklären könnte, steht ebenfalls außer Frage. Aber eben nur möglicherweise. Denn einen Beweis dafür gibt es bis heute nicht. Theoretisch könnten es genauso gut auch Geister oder Ähnliches sein. Um diese Frage wirklich klären zu können, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, noch weitere bzw. andere Fragen in Bezug zu Irrlichtern zu stellen. Zum Beispiel, gibt es, geografisch gesehen, bestimmte Gebiete, in denen sie am häufigsten auftreten? Oder welche Temperaturen haben denn die vermeintlichen Flammen der Irrlichter? Und stimmen diese Temperaturen mit der chemischen Reaktion überein? Können sich Irrlichter über größere Strecken fortbewegen, also quasi wandern? Treten sie auch außerhalb sumpfiger und wässriger Gebiete auf? Es gibt nämlich Berichte über Sichtungen in trockenen Wäldern, zum Beispiel in Kasachstan. Ich denke, dass man mit eben solchen Fragen unvoreingenommen forschen sollte, ob Irrlichter nun übernatürlich oder wahrhaftig rational erklärbar sind. Denn, soweit mir bekannt, kam bisher noch niemand so richtig nah an Irrlichter heran. Was schade ist, da auch der Forscherdrang in freier Natur seit dem letzten Jahrhundert zurückgegangen zu sein scheint. Ich persönlich habe von Weitem auch einmal 3 Irrlichter in der Abenddämmerung gesehen, in der Nähe eines Sumpfgebietes. Diese waren allerdings nur wenige Sekunden zu erkennen und verschwanden dann. Sie sahen auch weniger aus wie Flammen, sondern wie 3 leicht bläuliche Kugeln. Diese bewegten sich allerdings nicht, beziehungsweise nur sehr langsam. Sie schwebten eher auf einer Stelle, aber jeweils auf gleicher Höhe. Aber jetzt die wichtigste Frage. Hat jemand von euch schon mal ein oder mehrere Irrlichter gesehen? Falls ja, wie sahen sie aus und wo war das? Falls jemand etwas in dieser Richtung hat, würde ich mich sehr über einen kurzen Erfahrungskommentar freuen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.